Gerhard H. hat in meinem Video zur Bayer-Aktie geschrieben, man kann auch nicht nur auf die Charts gucken, man muss auf die Nachrichten gucken, weil die sind der Grund für die Kursbewegung. Gerhard, das ist ein bisschen schwierig, weil gute Nachrichten können ja auch schlecht für den Kurs sein und schlechte Nachrichten können zum Teil gut für den Kurs sein. Ja? Also die Richtung, in die der Aktienmarkt geht, je nachdem wie die Nachrichten ausfallen, ist nicht klar vorherbestimmt. Man kann halt einfach nicht sagen, bei dem Gewinn ist es eine positive Nachricht und bei dem ist es eine negative Nachricht. Das können wir natürlich für uns entscheiden. Ja? Also wenn jetzt die Gewinne so und so groß sind, dann ist das für mich positiv und ich gehe in die Aktie rein. Aber was der Aktienmarkt daraus macht, ist wieder eine ganz, ganz andere Sache. Ich bin da eher bei André Costolani, der ja sagt, nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Aber das darf natürlich jeder wie immer für sich selber entscheiden. Von daher, machen Sie sich noch einen schönen Tag und bis die Tage.